Hi YouTube, was geht hier, Snowy? Und ich zeige euch heute meinen neuen Gaming-Monitor. Und zwar, ich habe mir einen BenQ gekauft, und zwar Modell GL2760, ist ein 27 Zoll LED Backlight Monitor. So, was gibt's zu dem Monitor zu sagen? Klar, logischerweise mit HDMI. Braucht man ja auch logischerweise. Flimmerfrei ist er ja. Er hat 2 Millisekunden Reaktionszeit. Sieht mir hier unten sehr schön. So, die ganze Zeit zocke ich auf meiner PS4, auf meinem 39 Zoll Samsung LED TV. Natürlich auch Full HD. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal ist es irgendwie so langsam. Und dann hat mein Kumpel zu mir gesagt, hey, probier mal einen Monitor aus. Und dann habe ich ja noch hier den Samsung Syncmaster. Ein 22 Zöller ist es. Und habe den ausprobiert und siehe da, ich habe dann diese Verzögerung immer so gehabt. So, nur so als Test war das halt. Und, aber ich komme irgendwie, ich weiß nicht, da war mir einfach zu klein, 22 Zoll. Und bin dann von 22 Zoll halt, ja, letztes Jahr auf mal 39 Zoll umgestiegen, auf den LED-TV. Und, aber das passt einfach nicht. Weil das Schlimme ist, nach 2 Stunden brennen mir voll die Augen. Und zwar ist er also wirklich nicht 100% flimmerfrei, leider. Und, habe mir dann den hier angeguckt. Bei Amazon hat es den gegeben. Ich muss sagen, der Hammer, der Preis, gell? In den Sonderpreis ist es von denen 180 Euro habe ich bezahlt. Und günstiger geht es, glaube ich, wirklich nicht mehr. Den Artikel, also den, die Seite von Amazon verlinke ich euch unter das Video. Ich muss auch sagen, kam auch relativ schnell, obwohl er komplett ausverkauft war bei Amazon. Und da stand was drin von 2 bis 4 Wochen Lieferzeit. Habe ihn bestellt und haben dann insgesamt mit Wartezeit nicht mal 8 Tage habe ich warten müssen. Vielleicht 5 Tage. So schnell ging das eigentlich bei denen. Und das Einzige, was mich jetzt geärgert hat bei Amazon, das erste Mal, was mich richtig böse geärgert hat, ist eigentlich, dass die, da war keine Umverpackung. Die haben das Ding tatsächlich, ja, hier können wir es kurz sehen, seht ihr, hier ist der Adressaufkleber. Die haben das Ding tatsächlich so in diesem Karton hier verschickt. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen angekotzt, gell. So, ich würde sagen, wir packen ihn mal aus. Das Einzige, was ich mal noch machen werde, ist, ich werde hier auf meinen alten Receiver, auf meinen alten Verstärker meine ich, werde ich meine PS4 pflanzen. Erstens mal, weil es ein sehr guter Kühlkörper ist und unten, weil das Ding ist mit, aus Metall. Und ich habe ihn eigentlich nur sehr, sehr selten eingeschaltet. Eigentlich steht er nur aus Deko-Zwecken hier, gell? Und ich war irgendwie zu faul, ihn in die Garage zu bringen oder, ja, ihn halt aus der Wohnung zu bringen, weil ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr. Und ja, hier ist mein alter PC da hinten. Hier ist mein PC-Monitor. Ich werde aber wahrscheinlich den LED-TV, also diesen LED-Monitor, das ist ja auch ein Full-HD, werde ich drüber stellen und am PC anschließen, denke ich mal. Und was ich mit dem machen werde, weiß ich nicht. Vielleicht stelle ich den auch dann rüber. Oder ich lasse hier irgendwie beide Monitore stehen. Es kommt halt drauf an, was der BenQ an Platz schlucken wird. Aber wie man sehen kann, das ist fast der ganze Karton, ist nur Monitor, gell? Das ist zwar, okay, ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, der ist sehr, sehr groß, okay? So ist, kann ich gleich sagen, kein 3D-Monitor, was ich auch ehrlich gesagt nicht wollte. Und das wäre bestimmt für 180 Euro nicht drin gewesen. So. Hier mein weltberühmter Cutter. Sicherheit geht vor. Ein Schnitt. Zweiter Schnitt. Jetzt nach oben den großen. Schön vorsichtig. Wohl nichts kaputt machen, gell? Ich bin mal gespannt, ob vielleicht sogar ein Ding mit dabei ist, ein HDMI-Kabel. Aber davon abgesehen brauche ich es ja sowieso nicht. Oha! Oha! Oh, sieht schon gut aus. Kamera hoch wieder. Ja, was sieht gut aus, Novi, ja? Ja, okay, ich finde das schon mal klasse, dass das hier schön aus Metall ist. So, hier haben wir, denke ich mal, zum Fuß müsste das sein. Ich ziehe das mal raus, ja. Okay, das ist dann, ja, das ist ein Teil vom Fuß, denke ich mal. Das hier muss dann der Ding sein, der Arm sein, wo der drauf kommt, der Monitor. Haben wir jetzt, oh, hier oben alles, ah, hier ist, oh, hier ist Kabelzeug. Stromkabel sein, denke ich. Bingo. Und noch ein Kabel. HDMI. Nein. Ach nein, stimmt, stimmt. Dieses VGA-Kabel. Wie sagt man? AVG oder VGA-Kabel, gell? Irgendwie dieses blöde Wort halt. Nur gerade, wenn das einfällt. Also dieses normale Computermonitor-Kabel ist dabei. Was wir eigentlich in der Regel nicht brauchen für unsere PlayStation 4. Haben wir noch was hier? Ah, ja, da liegt irgendwas. Aber ich komme. Ich glaube, das ist die Bedienungsanleitung. CD-ROM mit dabei für den PC. Weil das Teil ist nämlich, wo haben wir es hier schön? Hier sieht man es, Windows 8 kompatibel, okay? So,
Kamera kurz auf die Seite, geht gleich wieder weiter. Ihr müsstet mal mein Bett sehen, ich zeig's euch mal schnell. Voll belagert mit Zeug. Ich habe so viel Zeug bekommen letzten Tage. Pervers. Dabei ist Weihnachten schon wieder rum. Haha. So. Okay. Den Styroporschutz haben wir schon mal weg. Jetzt ist der Bildschirm ziemlich frei zum Rausziehen. Ey, das ist wirklich ziemlich groß, gell? Vielleicht zwar nicht ganz so wie der Karton in der Maße, nee, aber einigermaßen kommt es schon hin. Oh, ja, 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 ja. Nichts fallen lassen. Oh, ha. So. So. Hier haben wir ihn. Ich habe ihn gerade rausgezogen. Ich tue das gerade auf die Seite. Schiebe das mal wieder weiter rüber. Ich denke, außer Styropor ist jetzt nichts mehr drin. Großartig. Kamera wieder auf die Seite. Nö. Ist nur noch Styropor-Dreck. So. Okay. Hier sind wir in unserem Fernseher. Da sage ich schon bei unserem Monitor. Ist mein erster BenQ, wie ich sagen. Ich werde auf jeden Fall, egal wie es ausgehen wird, mache ich ein Fazit-Video, wie ich jetzt mal so in 4 Wochen, ob ich da noch zufrieden bin mit dem Monitor. Jetzt muss ich die Kamera gut heben, nicht, dass ich dich mir den Monitor fällt. Ja, das ist ein gutes Stück drehen. Der hat hier, und zwar dieses extra Sensei, was es sein soll. Und zwar hier geht es um die Augen, dass das Ding wirklich, ich glaube, wirklich 100% flimmerfrei sein soll. Auf jeden Fall brennen einem nicht die Augen. Die machen doch ganz groß Werbung dafür. Also bei Amazon haben sie für ganz großes Ding gemacht. Ein riesen Fass aufgemacht, dass der alles kann und so. Okay, hier an der Seite hat er halt die Bedienungen vom Monitor. Hier sind Knöpfe. Habt ihr das gehört? So. Hier viel Plastik außenrum. Das Ding ist wirklich nagelneu. Wurde nicht nochmal ausgepackt oder so. Macht also wirklich den Eindruck, dass das eine B-Ware wäre. Für den Preis. Der 24 Zöller kriegt man so ungefähr für 120 Euro. Und falls du dich jetzt fragen, sind da Boxen im Spiel? Nein, der Monitor hat keine Boxen. So, komischerweise, aber der 24 Zöllern kann man mit Lautsprecherboxen, also dazu bestellen, dass er die halt hat. Da hat sich sogar jemand ganz groß beschwert darüber. Mein Monitor hat keine Boxen und so, Sauerei. Da hat einer drunter geschrieben, mir hast du es eigentlich dazu bestellt oder hast du das eigentlich ausgesucht, dass das mit Boxen ausgeliefert werden soll? Oh nein, okay. Vollbank. So. Jetzt drehen wir ihn mal um, zeigen wir mal die Rückseite. Ui, ui, ui. Nichts kaputt machen, nichts fallen lassen. Ah, ich verstehe. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen Styropor oder so. Oder unser Folientuch wieder. Das wird, glaube ich, jetzt nicht gerade schief gehen. Na, ist überall noch am Panel, ist noch die Folie dran. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, halbwegs gescheit. Hier haben wir HDMI. Hier haben wir diesen Dreck da, wie heißt das nochmal? DVID und nebendran ist D. Er hat D-Sub, das war das, was ich vorhin gesagt habe, wo es mir eingefallen ist. Und wisst ihr, was geil ist? Er hat Kopfhörerausgang. Das finde ich nicht ultra geil. Das heißt, wenn ihr mal einen Film gucken wollt oder so auf der Playstation und wollt oder gegen Headset nicht unbedingt verwenden, mit HDMI rein und dann macht er einfach Kopfhörer dran, okay? Oder ihr habt einfach kein Gaming-Headset, dann macht einfach ein Kopfhörer drauf, okay? Ist alles, finde ich, richtig. Oh! Ich glaube, ihr seht ja gar nichts, gell? Es ist ziemlich dunkel, ich weiß. Ah. Wieder rauszoomen, rauszoomen, rauszoomen. So. Okay, wir sehen uns sofort wieder. Ich baue ihn mal schnell auf, gell? So, und zwar, ich wollte ihn eigentlich jetzt aufbauen, euch dann mal schnell zeigen. Aber ich denke, ich zeige euch mal schnell den Aufbau vom Fuß. Und zwar, der Arm kommt dann so drauf und wird unten mit dieser Schraube hier, klar, ich weiß, verschraubt. Und jetzt kommt das Geile. Ihr bräuchtet eigentlich einen Kreuzschraubenzieher, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und zwar kann man hier so ein Teil, das kann man einfach rausklappen. Ist wie so eine, wie bei einer Flügelschraube, gell? Kann man einfach dann festziehen. Der Hammer, ich finde das richtig geil. So, bleibt ihr schnell dran, dann bauen wir das Ding mal schnell zusammen. Erst den Fuß. Oh, das ist relativ cool eigentlich, ganz leicht. Ich hoffe, man kann es sehen. Und zwar hier ist so eine Nase, dass ihr einfach reinsteckt.
Ja, einfach draufstecken. So, der ist schon drin. So, einfach anstecken und das war's eigentlich schon. Dann wird's in unten verschraubt. So. Mit dieser Art Flügelschraube geht sehr geil. Richtig cool. Braucht keinen Schraubenzieher. Kann auch schön festziehen, ohne sich dann die Finger zu brechen. Okay. Jetzt ist fest, jetzt tue ich das Ding umlegen. So. Ist ein bisschen wie ein Schnellspanner, aber nicht ganz. So. Okay. Okay. So. Unser Fuß steht. Finde ich geil. So, jetzt müssen wir noch das Teil hier. Ich würde sagen. Ah, ich glaube, das machen wir hier im Liegen, oder? Den Fuß dran. Das Allerbeste. Ich schiebe den mal ein Stück rüber hier. Und dann stecke ich den Fuß unten gerade rein. Ich denke, der wird dann irgendwie einrasten. Aha, wieder mal noch nicht. Was? Ah, ich glaube, ich weiß auch warum. Da hat hier, glaube ich, eine Sperre drin. Da brauche ich einen Kugelschreiber. Und zwar, schaut euch mal an hier. So ein, wie ihr das sehen könnt. Seht ihr? So wie ein Loch der an der Stelle. Ich muss mal schnell einen Kugelschreiber suchen. Ach, hier ist schon einer. Ich glaube, das müsste es auch sein, das Problem. Eigentlich könnte ich auch die Dinge nehmen, ich weiß. Nein, tut sich nichts. Vielleicht ist aber auch zum Entsperren, wenn er drin ist. Nein, dann bin ich nicht richtig die alte Made. Ach, komm Junge. Mach mich jetzt schwach, ich will heute noch zocken. Alte Schlampe. Okay, es geht nicht. Er will nicht. Was macht man so im Fall? Bedienungshandbuch raus. Ganz einfach mal nachschauen. Weil ich will nichts kaputt machen. Ah, hier Quickstart-Anleitung. Sehr schön. So. Könnt ihr auch so mitschauen. So, das haben wir hier gemacht. Das habe ich jetzt gemacht. Den Fuß zusammengeschraubt. Hier, da mit der Schraube und so. Und hier sagen sie, einfach reinschieben die Kiste. Finde ich ja sowas von geil. Ah, hier, HDMI-Kabel ist aber optional erhältlich. DVI-D-Kabel und das hier ist halt mit dabei. Quickstart-Anleitung, CD-ROM, ja, Monitor, Bein, also Fuß, Hals und ganzer Scheiß. D-Sub-Kabel und Power-Kabel, logischerweise. So, die schreiben hier einfach reinschieben die Kiste. Na, ah, hier, sehr schön noch. Bisschen besser erklärt. Ah, das ist fürs Abbauen, seht ihr? Ah, ich verstehe. Die empfehlen hier scheinbar out of the detected base. Dass man vielleicht sogar hergeht und dann erst. Obwohl, nein, hier geht es glaube ich um die Demontage, oder? Egal. Also hier geht es auf jeden Fall um die Demontage, nicht um das Montieren. Ah, ich habe da eben was gesehen. Ich mache das mal schnell. Ich entferne den Fuß nochmal. Vielleicht habe ich dann. Aua. Herrgott, gib mir lange Fingernägel, ich komme das. Ach, jetzt krieg ich es hoch. Jetzt kriege ich die Schraube hoch, weil dann die Flügel, dieses Teil. Ohohohoho. Habe ich das gut festgedreht. So. Okay. Ich hab's ab wieder. So. Und jo. Ah, jetzt seht ihr meine Sammelecke. Ja, alles frisches Bettzeug und so einfach in die Ecke gepfeffert. Ich krieg erst morgen einen neuen Schrank. Oh, ja, ich habe den alten schon abgebaut. Ohne einen neuen zu haben, das ist nicht geil. Ach, ich bin so eine Pflaume. Ich habe den hier unten drauf gesteckt, seht ihr? Jetzt sehe ich das auch besser. Ah, das muss hier so rein. Eieiei. Okay, seht ihr? Ich habe das hier in dieser Ecke da, ganz blöd. Halt, wenn man das sehen kann hier. Bin ich an die Kante gekommen, genau drauf gedrückt, ich alter Dödel. Und habe dann, es ging nicht, okay. So, und jetzt kriege ich das einfach auf die Reihe, denke ich mal. Ich frage mich bloß, wie ich dieses scheiß Ding eigentlich dann bewegen soll. Ich glaube, ich würde eher das Gehäuse kaputt machen vom Bildschirm. Okay, wir schieben es nochmal rein. Hat aber keinen Halt. Jetzt erklären wir mal wieder, warum das scheiß Ding keinen Halt hat. Ach Gott, ja, jetzt sehe ich. Wie geil ist das denn? Nochmal raus.
Hab, komm her, du Sau. Komm her, du Mistvieh. Und zwar, ich muss unter die Dinger hier. Nicht, ich hab sie erst wohl angeschlagen, direkt an die Kante. Dann wollte ich es oben drüber machen. Das geht natürlich gar nicht, weil das sitzt jetzt genau auf dem Plastik. Und wenn man das unten reinschiebt, dann geht das natürlich. Habt ihr es gehört? Klick! Das will berühmte Klick! Und jetzt lässt sich auch dieser, genau, oh, das Teil hier drehen. Aber sau schwer wahrscheinlich. Muss er echt mal auf dem Ding sitzen. Auf seinem, ja, auf seinem Fuß, seinem Sockel. Dann wird das nämlich alles ein bisschen besser gehen. So, jetzt bauen wir schon den Fuß drauf. Ist kein Problem, einfach mit der Nase einhängen, nach vorne drücken und dann einfach die Schraube zudrehen. Schön ordentlich fest zudrehen, gell? Nur so ein Tipp. Oh, jetzt tun die Finger weh. Oh, nee, jetzt geht auch nichts mehr. So. Okay. Who sitzt? Ha! Hier haben wir noch was. BenQ! Juhu! Kamera wieder auf die Seite. Und jetzt bitte nichts kaputt machen. Beim Anheben. So. Ah, ja, ja. So. Oh, hab ich noch vorne gekippt. Ah, jetzt ist das ja viel besser bewegt. Aber ich muss sagen, eins, Leute. Das, sieht man das? Ich muss sagen, das ganze Ding quält mir nicht. Nicht der Monitor selbst, sondern der Fuß. Merkt ihr, was ich hier von Spiel hab? Das ist, sorry, das ist ein bisschen billig gemacht. Ich drehe den mal kurz und ich mache jetzt nichts kaputt dabei. Dass ich irgendwas abbreche, weil das ist mir, das Ganze kommt mir ein bisschen instabil vor. Seht ihr, was ich meine? Finde ich nicht gut. Aber es liegt auch daran, der Monitor ist nicht gerade leicht. Gell? Hier mein alter, ein Samsung. Okay. Der Samsung wiegt um einiges weniger. Hat aber komischerweise nur 5 Zoll weniger, muss man sagen. Aber 5 Zoll, naja. Kann man auf jeden Fall nicht mit dem großen hier vergleichen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Ich finde es geil. Für das Geld kann man echt nichts sagen. So, jetzt schließe ich noch die PlayStation 4 an, aber erst wird die hier rüber gebaut. Ach ja, wisst ihr, was das ist? Das ist von Monster Energy. Das ist für Advanced Warfare. Pro Ding muss ich diese Codes, muss ich dann auf der Monster Energy Seite, muss ich die dann, wie sagt man, konfigurieren oder was, gell? Oder synchronisieren. Und dann kriege ich für jedes Ding, kriege ich dann 10 Minuten Doppel-XP. Läuft! Okay. So, und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, gell? Weil ich mache zu dem Teil, mache ich in circa 4 Wochen mache ich ein Fazitvideo. Damit, und werde mal sagen, wie ich jetzt von dem Teil eigentlich, ob ich überzeugt bin, ob irgendwas negativ ist, ob ich ihn zurückschicken muss, ob was kaputt gegangen ist, ob ich am Spiel überhaupt was merke, dass es jetzt wirklich besser ist und so. Gerade weil es nämlich viel PlayStation 4 ist und nicht mit dem PC zock an dem Teil. Okay Leute, ich wünsche euch was. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und ein Abo und so und ihr wisst ja, wie es weitergeht. Und ansonsten, irgendeine Frage habt ihr dem Teil unten in die Kommentare, okay? Ich werde sie gerne beantworten, so wie ich die Zeit habe dafür. Also Leute, bis dann, ich bin raus, euer Nobi, bis dann, tschüss. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich, kommentiert mich, liked mich, Daumen hoch, wenn es geht bitte. Denn nur so könnt ihr mich echt unterstützen. Und wenn ihr mir folgen wollt, irgendwohin auf Facebook, Twitter oder Twitch TV, dann tu das. Die Links dazu gibt's bei mir unter den Infos von meinem Kanal. Also, ich wünsche euch was, gell? Ich bin raus. Tschüss.